overthinking, it's taking the wrong. But I won't let you go, let you go. Can you feel it? Turn the lights low. Vibe of the magic, drowning my soul. Let's travel the world just for a stroll. But I won't let you go, let you go. Hier sind wir wieder bei PlaySample und wir werden heute mit der zweiten Folge von unserem Eiffelturm anfangen. Bevor wir jetzt einmal hier oben die Restaurants kreieren, müssen wir natürlich unseren Eiffelturm noch an den Füßen eine kleine Verstärkung reinbauen. Unser Viking ist wieder dabei, das gleich zu machen. Wir benötigen als erstes dafür einmal einen Polyte-Andesit-Block, Polyte-Andesit-Treppe, Andesit-Mauer und ein Schwarzstein-Schalter. So, wir fangen jetzt hier einmal an diesen Fuß an und was wir jetzt hier bauen, bauen wir dann natürlich an jeden weiteren Fuß. So, wir stellen uns einmal hier hin, weil Viking hat das ja kreiert, dann kann er das auch einmal hier zeigen. Wir fangen jetzt einmal mit unserem Polyten-Andesit-Block an. Das heißt, wir gehen einmal hier zur Außenkante. Dann werden wir hier, Außenkante, dann machen wir hier einmal den Andesit-Block rein. Auf der anderen Seite das gleiche. Hier Andesit-Block. Dann zählen wir 20 Block von diesem Block aus ab. Das heißt, das war der erste. 2. Und dann haben wir hier 20. Hier kommen 2 Stück hin. So. Dann bauen wir die beiden rein, natürlich mit Andesit-Blöcken aus. Das gleiche bauen wir natürlich auf der Seite genauso. Das heißt hier 1, 18, 19 und das ist die 20. So, wieder 2 Stück. Dann können wir hier einmal wieder die Zweierreihe komplett einmal durchbauen bis zur nächsten Seite hier. So, einmal komplett einmal ausbauen. Jetzt gehen wir in den Innenbereich. Dafür werden wir als erstes noch hier einen Block hinbauen. Dann hier den Block in die Länge ziehen. Und dann machen wir den wieder weg. Dann haben wir hier auch wieder so eine Kante. So. Dann gehe ich einmal hier von der Seite. Hier einen verlängern. Den in die Länge ziehen. Und wieder hier die Kante weg. Dann treffen die beiden Punkte dann aufeinander. Und dann können wir hier wieder in der Mitte den einmal weg. Oder in der Mitte, Außenkante war das. Und dann müssen wir jetzt einfach nur noch hier unten drunter die restlichen Andesit-Blöcke da reinbauen. Jetzt werden wir hier auch an der Außenkante einmal die Blöcke wegschlagen. Dann werden wir hier einmal die Andesit-Blöcke oben drauf wegschlagen. Und jetzt werden wir einmal auf den Andesit-Blöcken eine Andesit-Treppe oben drauf bauen. So, jetzt werden wir natürlich auch hier die Ecken einmal mit der Treppe verbinden. Das heißt, einmal hier mit der Treppe fummeln, dass da so eine Kurve entsteht. Einmal so, fertig. Dann einmal an der Ecke, so, den weg. Dahin, fertig. Das machen wir natürlich an jeder Seite. Jetzt werden wir hier 2 weitere Elemente komplett wegbauen. Das heißt einmal diese beiden und diese beiden. Ab hier schneiden wir komplett einmal alles wieder weg. Oder schlagen alles wieder raus. 2 rein, erste und die zweite. Dann nehmen wir wieder unseren Andesit-Block. Dann gehen wir hier einmal zu der Spitze, machen hier 2 Stück hin und die bauen wir jetzt komplett einmal um den Fuß herum. So, bis zu der Spitze, dann geht es hier weiter, dann die nächste Reihe. Und dann werden wir hier einmal die Spitze, diese beiden wieder wegbauen, dann haben wir hier wieder eine Treppe oder eine Vertiefung. Genau wie hier. Dann werden wir jetzt einmal auch hier wieder die Andesit-Treppe oben drauf bauen. An den Ecken. Vorher macht ihr an den Spitzen jeweils einen Block hin. So, einmal hier. Dann bauen wir die Treppe einmal oben drauf. Die zweite Etage ist fertig und jetzt kommt die letzte
Auch hier wieder gleiche Prinzip. Wir nehmen einmal wieder einen Seedblock, machen hier wieder zwei Stück an der Spitze. Dann werden wir hier die Zweierreihen komplett einmal wieder rumbauen. Und dann werden wir natürlich auch hier wieder, wo die Spitze ist, die beiden wieder wegbauen. So. Dann einmal von der Seite. Und jetzt als letztes bauen wir hier wieder die Andesit-Treppe oben drauf. Dann müssen wir natürlich auch hier mit der Treppe wieder eine Kurve machen. Das heißt, wir machen jetzt hier den Block weg, dann die Treppe so hin, den weg, Treppe so. Dann haben wir hier wieder eine Kurve, so wie hier auch. Ne? Dann werden wir jetzt einmal in den Vertiefungen eine Andesit-Mauer reinbauen. Natürlich auf jeder Seite. Dann nehmen wir jetzt einmal unsere polierten Schwarzsteinschalter und dann werden wir das noch ein bisschen einmal kreieren. Viking zeigt einmal, wo die hinkommen. Überall am Außenbereich machen wir jeweils hier einen Schalter hin. Und so sieht jetzt einmal unser Fuß aus, wo natürlich auch dann der Fahrstuhl reinkommt. Und das, was wir jetzt gebaut haben, wie ich schon sagte, bauen wir natürlich an jeder Fußseite. Jetzt begeben wir uns in den Innenbereich, den müssen wir natürlich auch aufbauen. Dafür benötigen wir wieder einen Andesit-Block. Viking ist schon hier. Und jetzt werden wir hier einmal diesen Kreis, den wir jetzt hier haben. Hallo Viking. Diesen in Kreis, den wir jetzt hier haben, den werden wir natürlich hier auch hinbauen. Wir müssen ihn ja hier zu dieser Stange basteln. Dafür werden wir jetzt hier anfangen, an der langen Seite. Einmal auf der rechten Seite ziehen wir den nach hinten und Viking auf der linken Seite. So, das ziehen wir jetzt genauso bis zum Balken. Dann machen wir direkt einen hier unten drunter. Dann ziehen wir den einmal in die Länge und dann haben wir hier das gleiche Maß. So, das ist der Ausgangspunkt. Dann werden wir an den Außenkanten, hier ist ja das nächste, hier außen ziehen wir den auch in die Länge bis zu den Balken. So, genau bis hier. Einmal abschneiden. Dann geht das immer so weiter. Dann den nächsten von außen, den in die Länge. Dann einmal den. Und dann kommt der letzte, das ist hier der Dreier, von außen in die Länge. Natürlich, wie ich schon sagte, genau da, wo der Balken ist, genau das Maß, so. Das bauen wir natürlich an jeder Seite. Nachdem wir jetzt überall diese Streifen gebastelt haben, werden wir jetzt einmal von hier aus den verbinden, aber natürlich so, dass wir hier nur die Spitze berühren. Dann geht das immer so weiter, von hier aus, so, Spitze berührt, Spitze und der letzte dort. Jetzt haben wir hier, seht ihr ja, von Spitze zu Spitze, Vierer, Vierer, Vierer und der, gut, das ist der Dreier, aber hier entsteht ja dann automatisch hier Zweier. Seht ihr ja? Ne? Dann wäre hier der Dreier und einmal hier der Dreier. Und so sieht's aus, Zweier, Zweier. Die Ecke. Jetzt werden wir hier einmal den Rest vom Bogen bauen. Das heißt, wir haben ja hier einmal diesen Block. Dann ziehen wir den einmal in die Länge, genauso breit wie der Vierer hier ist. Machen den dorthin und die Ecke wieder weg. Dann ziehen wir von hier aus den in die Länge, den wieder weg. Dann können wir hier den dahin machen, den dorthin, den weg und so. Hier, dort, den weg und dann eins, also Dreier. Automatisch geht das ja dann gleich wieder von hier aus weiter. Dann gehen wir von hier aus wieder so, das weg. Machen wir die Ecke noch einmal kurz, so. Und das letzte Stückchen. Dann berühren die sich wieder hier. Den weg und fertig. Hier können wir dann noch einen in die Mitte machen, damit es noch ein bisschen designmäßig ist. Das hat Viking natürlich auch schon fertig. Oder nicht? Doch. Doch, fertig. Noch in die Mitte. So. Fertig. Dann werden wir jetzt hier oben einmal unsere Zweierreihen einmal ausbauen. Das muss ja natürlich auch mit Gitter zugebaut werden. Wir fangen einfach hier, ich gehe mal jetzt einmal von innen,
Das heißt, wir machen einmal hier eine Reihe hin und einmal dort eine Reihe hin. Und dann geht das immer so weiter, dass immer ein Einer entsteht. Das heißt, jetzt hier, dort, bis wir oben angekommen sind. Genau, dann passt es. Perfekt. Und das bauen wir dann natürlich einmal um den Eiffelturm wieder herum. Nachdem wir jetzt einmal die Streifen gebaut haben, werden die natürlich auch zugebaut mit Eisengitter. Dafür gehen wir jetzt einmal von Block zu Block und werden jetzt einmal ein Eisengitter hineinbauen. So, dann von hier aus weiter, bis wir natürlich wieder unten angekommen sind. Seht ihr ja, hier ist der Block und dann einfach von dort aus, ah, da war der Viking schon. Und dann geht es immer so weiter. Und so sieht dann einmal unser Gittersystem aus. Jetzt gehen wir einmal wieder zu unserem Kreis. Da muss ja auch natürlich Gitter rein. Da werden wir als erstes mittig noch einmal die Blockreihe nach hinten ziehen. Dann werden wir jetzt hier bei dem Vierer machen wir hier außen einen hin. Dann haben wir hier wieder eine Zweierbreite in Innenmaß. Hier das gleiche. Und dann der letzte, das sind ja alles jetzt noch Zweierreihen, die dann noch offen sind. Dann sind wir jetzt hier beim Dreier angekommen. Beim Dreier machen wir als erstes diese Seite zu, bis nach hinten wieder. Und dann einmal von hier aus. So, dann haben wir hier ein Einer zwischen. Dann gehen wir jetzt hier einmal zu dieser Diagonalen. Dort werden wir hier vorne noch einen Block hinmachen. Somit haben wir dann jetzt hier 1, 2, 3, 4 einzelne. Und dann werden wir von hier aus den nach hinten ziehen. Dann geht es von hier aus weiter, einmal rum. Und dann haben wir hier, hat Viking den Punkt hier gesetzt. Also ihr setzt noch einen einzelnen davor, dann bauen wir den einmal rum. Wenn wir das gemacht haben, werden wir jetzt hier die einzelnen Blöcke alle miteinander verbinden. Das heißt jetzt einfach von hier aus in die Länge ziehen, dann von dort aus nächste einzelne in die Länge ziehen, dann berühren die sich, warte, dann können wir das einmal wegmachen und dann der letzte, so und dann zack, fertig und dann sieht das auch perfekt aus und jetzt nach der Ecke können wir natürlich alles mit unserem Eisengitter einmal ausbauen, direkt einfach davor so zu basteln. Die Ecke hat Viking schon zugebastelt, dann die Ecke und dann geht es immer so weiter. Hier vor unserem Eiffelturm natürlich auch hier diese Lücke schließen. Dafür werden wir jetzt einmal mit dem Ansiedblock hier hingehen, einmal dahinter. Ziehen den einmal jetzt hier so in die Höhe. So, seht ihr ja. Dann hier, patsch. Dann haben wir hier die Seite einmal zu. Dann schlagen wir jetzt einmal von der Ecke aus, den lassen wir sichtbar, zwei raus und nochmal zwei. Dann wieder ein Block, dann wieder zwei, zwei, das hier entsteht somit ein Quadrat. Dann der nächste hier, zwei Stück und wieder zwei Stück. Dann nehmen wir einmal unsere Andesit-Treppe, die bauen wir dann einmal hier drunter, einmal hier. Einmal dort und einmal hier zwischen. Dann kommt das letzte Stückchen. Freilassen, schlagen den weg. Hier zwei Stück weg. Dann machen wir hier als erstes wieder die Treppe hin. Dann werden wir hier den Block wegschlagen. Dann machen wir hier noch einen Block hin. So. Und den wieder nach vorne. Jetzt werden wir die Lücken komplett mit unseren Eisengitter zubauen.
Jetzt sind wir wieder im Innenbereich. Da werden wir als erstes hier die Ecke komplett zubauen. Das heißt, jetzt von hier aus machen wir erstmal hier diese Reihe komplett zu. So. Hier die Ecke. Dann diese Ecke. Und so muss es aussehen. Das bauen wir als erstes an jeder Seite. Jetzt haben wir alle Seiten einmal zugebaut. Dann werden wir von hier oben jeweils noch einen Stein drunter bauen. So entstehen dann Zweier. Hier, dort, da. Und dann sind wir automatisch hier unten. Und natürlich hier oben auch noch so ein Einer. Jetzt werden wir jetzt hier die Wand, die wir jetzt zugebaut haben, wieder ausbauen. Das heißt jetzt, wir werden, Viking, wo bist du? Hier. Er zeigt euch jetzt, wie wir das jetzt rausschlagen von der Wand. Vierer, Vierer und automatisch ein Zweier. So, dann die andere Seite. Zweier, Vierer und ein Vierer. Und dann haben wir automatisch hier so ein Muster. Und das bauen wir natürlich wieder auf jeder Seite. Nachdem wir jetzt einmal hier das Muster haben, werden wir jetzt natürlich die ganzen Lücken auch wieder mit unseren Eisengitter einmal zubauen. Wir begeben uns jetzt zur ersten Etage. Hier sind die ersten Restaurants. Hier haben wir natürlich noch eine Plattform, die ausgebaut werden muss. Dafür benötigen wir als erstes polierte Andesitblock, den wir dann einmal hier hin basteln, als Umrandung komplett einmal herum, so. Wir nehmen dann einmal hier diesen Block einmal weg, dass es einheitlich aussieht. Und dann haben wir das einmal rumgebastelt. So, hier auch nochmal, passt optimal. Dann nehmen wir wieder Birkenbretter und werden diese dann einmal hier vorbauen. Das heißt, wir erweitern das jetzt um einen Block. Jetzt nehmen wir unsere Andesitstufe und werden jetzt einmal unser Holz darunter mit der Andesitstufe verkleiden. Jetzt nehmen wir wieder unsere Birkenbretter. Wir gehen jetzt einmal als erstes hier in die Ecke. Dann machen wir hier einen hin, dann dort und da. Und dann das letzte. 1, 2, 3. Dann haben wir hier einmal so einen Winkel. Das machen wir auf jede Seite. Hier nochmal. Ein da rein, hier, dort, 1, 2, 3. Dann werden wir hier unten drunter das Holz wieder mit unserer Andesitstufe einmal verkleiden. So. Jetzt nehmen wir einen weißen Glasblock. Diesen werden wir jetzt als erstes hier zwischen basteln. Dann hier noch in die Ecke ein und da noch in die Ecke. Das gleiche machen wir hier nochmal. Erst 1, 2, 3, 4. Dann dort einen hin und hier noch einen hin. Und so sieht es aus. Dann nehmen wir Andesit-Treppe. Jetzt werden wir als erstes da, wo das Glas ist, von hier aus die Treppe so entlang bauen. Dann ziehen wir vom Glas zu Glas die Treppe entlang, so an jeder geraden Seite. Gehen wir jetzt einmal zum Glas, da werden wir natürlich eine Kurve machen, das heißt, wir machen das einmal hier so, so rum. Dann hier erstmal bei den Geraden, bei den Zweiern und dann hier die Kurve und dann wird hier ein bisschen rumgepopelt, einmal so, einmal so. Dann einmal so und dann einmal den wieder weg, den dahin und dann haben wir hier so einen Winkel. Jetzt begeben wir uns auf die Plattform. Da machen wir natürlich eine Glaswand. Dafür benötigen wir als erstes Andesitmauer.
Wir gehen jetzt aber hier zu der geraden Seite, da fangen wir an. Das heißt, genau hier, die Ecke, 1, 2, 3. Dann auf der anderen Seite, 1, 2, 3. Dann lassen wir einen Abstand von 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ab den 6. machen wir jetzt hier wieder einen Block hin, Dreier, und haben automatisch hier wieder 1, 2, 3, 4, 5. Also 5er und 5er. Das bauen wir natürlich erstmal an jeder geraden Seite. Dann werden wir hier einmal hier zwischen, genau dort, einen Dreier hinbasteln. So, diagonal. Dann hier das gleiche, genau dort. Hier ist der Zweier und genau hier machen wir hier einen Dreier wieder hin. An jede Ecke. Jetzt benutzen wir weiße Glasscheibe. Die bauen wir als erstes hier, da wo die gerade Seite ist, drei Stück nach oben. Und die dritte Reihe. Dann gehen wir einmal hier zu dem Winkel. Warte, einmal kurz Nuckel Zaubertrank nehmen. Dann werden wir hier von der Seite das so weiterführen. Das heißt, wir machen jetzt hier so rum. Den berühren. Dann von hier aus den berühren. Das bauen wir auch drei Stück in die Höhe. Haben wir die Ecke gebastelt, geht es dann immer so weiter. Flutsch und fertig ist das Glas. Dann nehmen wir einmal die Andesitstufe. Diese werden wir dann, genauso wie wir das Glas gebaut haben, genau so bauen wir dann die Stufe obendrauf. So in die Länge und dann einmal hier so um die Kurve. Dann wieder in die Länge und immer so weiter. Tada! Und fertig ist dann einmal die Glaswand. Jetzt gehen wir einmal wieder hier runter. Hier können wir natürlich hier den Durchgang mit dem Glas, wo man dann noch runterschaut, natürlich auch erweitern. Das heißt, wir können jetzt hier noch diese Reihe komplett wegschlagen. Drei Stück. Und dann ersetzen wir das auch hier mit einem weißen Glasblock. Das sieht dann noch ein bisschen interessanter aus. Dann haben wir hier noch eine größere Fläche zum Runterschauen. So, das machen wir überall. Wir haben jetzt hier den Innenbereich kreiert. Später werden wir hier noch ein bisschen was bauen, denn da kommen ja noch die Fahrstühle hin. Jetzt haben wir die Glaswand. Somit können wir jetzt in der ersten Etage anfangen, alles auszubauen. Denn natürlich kommen hier drei Restaurants und natürlich hier auch Sitzgelegenheiten. Die bauen wir in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt wieder genug zu tun. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen und wir sehen uns dann wieder bei... Play Sample.